Der Duft von frischen Mutzen und gebrannten Mandeln zieht dieses Jahr nicht so wie gewohnt durch die Innenstadt von Rostock. Auch der Weihnachtsmarkt und das Warnemünder Turmleuchten an Neujahr fallen Corona-bedingt aus. Über die Weihnachtstage sieht man seine Liebsten nur im kleinen Kreis, so will es die Politik. Da haben wir mal nachgefragt, wie feiern die Rostocker und Rostockerinnen dieses besondere Weihnachten? In Familie, das heißt, unser Sohn ist in Rostock und da sind wir mit den Enkelkindern Heiligtag zusammen und ansonsten sind wir alleine. Ja, okay, also das sieht dieses Jahr nicht viel anders aus als sonst. Naja, sonst waren wir schon mehr zum Essen all die Tage noch gemeinsam zusammen. Das ist dieses Mal nicht, nur am Heiligtag zum Kaffee und Bescherung mit den Enkelkindern und dann ein Abendbrot essen und gegen 20 Uhr auf jeden Fall sind wir wieder zu Hause. In Familie. In Familie? Ja, 5 Personen, ganz einfach. Es fällt anders aus, ja. Doch, absolut. Und wir werden das ganz alleine machen, meine Frau und ich. Wir werden alleine Weihnachten feiern und zusammen verbringen zu Hause. Ja. Ich bleibe hier. Du bleibst in Rostock? Mhm. Also nicht mit Eltern und Familie? Ich kann nicht nach meine Heimat fahren, weil Grenzen sind geschlossen. Also anders als sonst natürlich, weil man trifft sich nicht so viel mit den Freunden. Das ist natürlich auch nicht schön, aber halt im Kreise der Familie, engen Kreise, sag ich mal. Und dann geht es auch schon. Im kleinen Familienkreis werden wohl die meisten ihr Familienfest verbringen. Die Kirchengemeinden aus Mecklenburg-Vorpommern ermöglichen es jedoch vielen Menschen, über die Feiertage zusammenzukommen. Den üblichen Weihnachtsgottesdienst in der Kirche wird es allerdings so nicht geben. Alternativ werden Gottesdienste, Andachten und Krippenspiele an der frischen Luft stattfinden. Alle sind gebeten, sich vorab in ihrer Kirchengemeinde über konkrete Termine und die teils anstehenden Ticketvergaben zu informieren.